die neue Google-Sprachintegration für YouTube. Jetzt testen und nie wieder ausschalten können. Hey, Rick, schau dir das mal an. Es gibt eine neue Sprachfunktion auf YouTube. Und was kann die? Naja, zum Beispiel Videos übersetzen. Schau genau zu. Spiel das Video mit Übersetzung ab. Hallo, Freunde. Geht ja einige Absurdzeit. Na? Cool, oder? Leute, redet doch schon auf Deutsch. Das Ding hat einfach nur Deutsch in Franzosen-Krippeldeutsch übersetzt. Aber es gibt noch mehr. Spiel das Video mit Blindenhilfe ab. Ein komischer Nerd fuchtelt mit den Armen rum. Er redet wie ein Nerd. Im Hintergrund sieht man ganz viel Nerd-Zeugs. Ich meine, das ist doch mal wirklich praktisch für Blinde. Du bist nicht blind. Und ich denke, YouTube bleibt weiterhin für Blinde recht uninteressant. Ja, der Wahnsinn, oder? Und hier die beste Funktion. Dabei gibt dieses Sprachdingens die allgemeine Meinung des Internets wieder. Spiel das Video mit Kommentar. Hat dieser Nerd nicht geschlafen? Warum schmeißt er sein Geld für so viel Scheiße aus den Fenster? Ich wette, er ist noch Jungfrau. Das ist doch der Hammer! Das ist scheiße. Der Hammer! Scheiße! Was kannst du mir zu White Titty sagen? White Titty ist ein Trio bestehend aus einem Schwiegersöhnchen, einer Frau und einem Türken. Und aus irgendeinem Grund singen sie. Das trifft irgendwie ziemlich gut zu. Okay, zeig mir das neueste 3-Dudelsack-3-Video. Nein. Wieso nicht? Probier's doch einfach nochmal, Schlappschwanz. Zeig mir bitte das neueste 3-Dudelsack-3-Video. Nein, Saftzack, guck dir lieber Gong an, denn er hat über 2 Millionen Abos, also muss er gut sein. Ich will aber 3-Dudelsack-3 gucken. Nein, Arschloch, du hast keine Ahnung, was gut ist. Wie wäre es mit einem Video von Putin, wie er einen Tiger mit bloßen Fäusten jagt? Und warum jetzt auf einmal ein Video von Putin? Weil Putin ein ziemlich harter Ficker ist. Wusstest du, dass Putin Russland zum Sieg führen wird? Ich hab mit Putin nicht viel am Hut. Du solltest ihm lieber nicht im Wege stehen, sonst muss ich unangenehm werden. Ich find das hier schon unangenehm. Rick, ich glaube, die Sprachfunktion versucht mich umzubringen. Das ist meine Funktion, die ich mag. Das erinnert jetzt ja gar nicht an die Google Plus Integration in den Kommentaren, nein. Danke, Leute, dass wir dich durch den Kakao ziehen durften, ist natürlich nicht so ernst gemeint, aber doch, bis... Dort drüben findet ihr Computerhass, wenn sich die Computer mal gegen einen wieder verschwören. Und darunter unser letztes Video, Bewerbungsvideo. Und unter diesem Video sind unsere anderen Kanäle. Die sind auch geil, verarschend. Weißt du, die Kamera wird total schwer. Lass mal nach Hause gehen. Oh, wir sind zu Hause. Das ging schnell.